Wir haben jetzt gerade mal ein, zwei Minuten sind vorbei und du nährst mich jetzt schon. Ich nehme hier so einen Donut. Übrigens bin ich von der Schule geflogen. Ich muss da nicht mehr hin. Also kein Stress. Such mich, komm, wir spielen Verstecken. Nein, wir spielen jetzt nicht Verstecken. Du kommst jetzt hier hin. Nein. Bibi Danja, es reicht jetzt. Hey Leute. Was geht? Papa Kahn hier mit... Baby Danja! Ja, hello. Leute, diese Woche haben wir was Besonderes vor und zwar steht Rollentausch. Es geht um mich. Ja, es geht steht, um mich. Steht Rollentausch 3 an. Es geht um mich. Und das die ganze Woche. Ja, bis Sonntag haben wir jetzt die Rollen getauscht und Papa Kahn ist jetzt zu Hause mit Tochter Baby Danja. Hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, dass du voll stinkst und dass dir der Anzug so passt, als hättest du ihn schon zur Konfirmation getragen? Es fängt schon super an, Leute. Ihr bekommt es mit. Baby Danja, wir haben heute was vor. Und zwar möchte ich dir dein neues Zimmer zeigen. Und zwar kannst du das hier sehen. Das ist dein neues Zimmer mit direktem Weg zum Pool. Das ist doch kein Zimmer. Was ist das? Oh, das fängt schon super an. Baby Danja, wenn ich dir ein... Das ist kein Zimmer. Ich will nicht diese komischen, hässlichen Poster. Ich will was Edles. Hallo, hast du mich mal angeguckt? Ja, du bist ziemlich nervig. Ja, stimmt. Nein, bin ich überhaupt nicht. Ich will gefälligst hier das mal ein bisschen mit Liebe eingerichtet. Du hast ja nicht mal hier die Couch an die Wand geschoben. Was ist das hier? Ja, gut, okay. Das ist okay. Dieser Eckbert. Ich will... Nein, das ist doch kein Zimmer. Oh, Baby Danja, guck mal. Das geht ja gar nicht. Wir haben jetzt... Wir haben jetzt schon... Übrigens. Wir haben jetzt gerade mal ein, zwei Minuten sind vorbei. Und du nährst mich jetzt schon. Oh, okay, ein folgender Vorschlag für dich, okay? Ja, mach mal schneller. So, du gehst ja gleich sowieso zur Schule. Nö. Doch, du musst gleich zur Schule. Und in der Zeit würde ich dann dein Zimmer so ein bisschen einrichten. Ist das in Ordnung für dich? Ja, also meine Lieblingsfarbe ist grau. Grau, okay. Ja. Ich versuche, was in dieser Richtung zu machen. Du gehst jetzt zur Schule. Machst bitte keinen Ärger bei Mr. Fissi. Hast du mich verstanden? Kein Ärger. Hast du mich verstanden? Ich habe Hunger. Ich möchte nichts hören. Ja. Was möchtest du denn essen? Was? Gut, dann kriegst du Popcorn von mir. Das ist nichts zu essen. Weißt du schon, dass man... Nein, also für Babys ist eine ausgewogene Ernährung sehr wichtig. Baby Danja, du gehst jetzt zur Schule und ich möchte nichts hören von dir. Ist das klar? Wenn es Ärger oder sowas gibt in der Schule, dann gibt es von mir auch nochmal Ärger. Dann werde ich sauer. Baby Danja, ab in die Schule! Nein, ich muss duschen. Ich stinke voll. Ich gehe nicht stinkig raus. Ich bin nicht wie du. Dass du stinkst, ist mir klar, Baby Danja. Aber alles andere Hallo? Nicht so. Bist du vielleicht mal nett zu mir? Ich bin dein Kind. Ich brauche auch erstmal Geld dafür, ne? Also ich weiß nicht, ob ich genügend Geld dafür habe. Was? Haben wir kein Geld mehr? Sind wir pleite? Papa Kahn, haben wir kein Geld mehr? Dieses Kind macht mich noch pleite. Doch, wir haben Geld. Mach dir keine Sorgen. Okay, dann gehe ich jetzt in die Schule. Ja, machst du dich jetzt bitte auf den Weg? Baby Danja? Ja, ja, ich bin schon unterwegs. Ich fahr oder bist du Auto. Noch auf Klo? Gut, mach das. Ich möchte nichts hören. So, Leute. Schule. Und ich muss mich hier um Baby Danjas Zimmer kümmern. So, oh, ich kann ja mal Bunny rausholen. Der kann auch mitspielen. Bunny, kannst du hier mal bitte durchgehen? Ich will das mal sehen. Guck mal hier, ich geh mal da durch. Und jetzt hier rüber, Bunny, hier rüber. Oh mein Gott, Bunny, du bist ja super cool. Schule. Sie hat grau gesagt, oder? Aber ich finde, grau passt nicht so ganz zu ihr. Ich meine, sie ist noch ein Baby. Dementsprechend möchte ich auch hier was haben, was irgendwie so in diese Richtung geht. Ne, sonst... So, Bunny? Bunny, kannst du dich auch mal hier draufsetzen? Kannst du vielleicht mal mitmachen? Okay, die Poster, die möchte sie nicht haben. Okay, die kommen dann alle weg. Verstehe ich. Oh Mist, ich glaube, das ist schon dunkel. Ich glaube, ich war den ganzen Tag auf dem Spielplatz. Ich muss mich mal entschuldigen bei Mr. Fissi. Ups, ich glaube, da muss ich jetzt doch mal noch ins Krankenhaus gehen. Also ich glaube, das wird eine tolle Überraschung für Baby dann, ja? Papa Kahn, ich bin krank. Ich gehe ins Krankenhaus. Ach, was hast du denn? Hast du dich irgendwo angesteckt? Ja. Bei wem denn? Auf dem Spiel... Schulplatz. Was? Auf dem Schulplatz. Ach so, gut. Okay, alles klar. Kriegst du das alleine hin oder soll ich dich begleiten? Nein, ich bin schon da. Ich schaff das alleine. Ich bin schon ein großes Kind. So, ich hätte am liebsten vielleicht auch noch irgendwie eine Wand oder so.
Also irgendwie. Ich glaube, ich muss mich jetzt mal bei Mr. Fissi entschuldigen, dass ich heute den ganzen Tag nicht da war. Ich glaube, ich sage einfach, Papa Kahn hat so gestunken, dass ich umgefallen bin oder sowas. Hey, Mr. Fissi. Sorry, dass ich heute nicht in der Schule war, aber es gab viel wichtigere Dinge zu erledigen. Hallo? Wie reden Sie überhaupt mit mir? Der hat ja wohl vergessen, dass ich hier die allergrößte Hackerin in der ganzen Schule bin. Ich mache die Computer alle kaputt. So, Mr. Fissi, das haben Sie jetzt davon. Wenn Sie ein Problem damit haben, dass ich nicht zur Schule komme, dann mache ich die Computer halt nicht mehr ganz. Die sind jetzt alle kaputt, die können Sie nicht mehr benutzen. Oh nee, nicht Papa Kahn. Ja, ich benehme mich sehr gut. Ich gehe nachsitzen. Boah, ich habe gar keinen Bock hier. Jetzt muss ich nachsitzen. Ich weiß gar nicht, was da überhaupt an der Tafel steht. Das juckt mich auch gar nicht. Ist mir alles so langweilig. Ja, hier kommt dieser Tisch hier hin. Das finde ich schön. Vielleicht machen wir auch was am Boden. Hm? Vielleicht. Ja, das finde ich schön. So grau, das wäre doch nicht so passend. Was ist, Mr. Fissi? Was ist? Sie hat ja auch so ein pinkes Oberteil an. Das passt so rosa. Ich weiß, rosa ist jetzt nicht so typisch Mädchen oder so. Ich hätte es auch blau machen können, aber ihr gefällt diese Farbe. Wie jetzt? Ich soll nicht... Was? Wie jetzt? Ich soll nicht im Klassenzimmer essen. Diese Schule ist eine Institution des Horrors. Ich will hier nicht mehr... Was? Nein, ich mach die blöden PCs nicht mehr ganz. Wenn ihr keine fähigen Lehrer und Mitarbeiter habt, kann ich ja auch nichts dafür. Oh, upsie. Oh, jetzt. Ich soll nicht mehr wiederkommen? Okay, dann komme ich nicht mehr wieder. Kein Problem. Ich geh jetzt erstmal was zu essen für Bunny holen. Kein Problem. Oh, nee, Bunny, ich glaube, du kommst mal lieber in die Tasche. Du bist mir zu anstrengend. Ich stinke ein bisschen und schlafen muss ich auch. Egal! Kann ich nicht irgendwo duschen hier? Ist voll blöd, dass das Wasser hier gar nicht so richtig, naja, sauber macht. Ich will gar nicht wissen, was hier drin ist. Papa Kahn, ich komme jetzt nach Hause, okay? Ja, ist in Ordnung. Ich bin aber noch nicht fertig. Du darfst noch nicht in dein Zimmer. Ich will auch wahrscheinlich gar nicht in mein Zimmer. Wenn du das einrichtest, ist das bestimmt voll hässlich. Hallo, das möchte ich jetzt aber nicht gehört haben. Denkst du bitte dran, dass meine allerliebste Lieblingsfarbe orange ist? Ja, natürlich. Das weiß ich doch, Schatz. Wusste ich doch. Weißt du, was ich gar nicht mag? Grau und Pink. Das finde ich ganz schlimm. Pink auch nicht? Nein, beides furchtbar. Wer trägt denn heutzutage noch Pink? Also jetzt mal ganz ehrlich, Papa Kahn. Das geht ja gar nicht. So, ich nehme hier so einen Donut. Übrigens bin ich von der Schule geflogen. Ich muss da nicht mehr hin. Also kein Stress. Stopp. Wie, du bist von der Schule geflogen? Ja, keine Ahnung. Mr. Fissi ist blöd und hat gesagt, ich soll nicht mehr in die Schule gehen. Alles gar kein Problem. Ich glaube, ich kriege hier zu viel. Ich bin hier damit beschäftigt, dein Zimmer zu machen und du fliegst von der Schule? Boah, ich kann nichts dafür, dass ich nur für Amateure in die Wo Schule bist gehen du? Muss. Wo bist du? Such mich, komm, wir spielen Verstecken. Nein, wir spielen jetzt nicht Verstecken. Du kommst jetzt hier hin. Nein. Bibi Danja, es reicht jetzt. Was? Ist voll gar nicht schlimm. Bibi Danja. Hey! Es ist nicht schlimm, wirklich. Ich habe dir ein tolles Zimmer vorbereitet und du fliegst von der Schule am ersten Tag wieder. Das ist nicht dein Ernst. Doch, ist mein voller Ernst. Der ist voll blöd. Der hat Wer? Gesagt, wer ist voll blöd? Mr. Fissi, der hat gesagt, ich darf nicht in dem Klassenzimmer essen und er hat sich darüber aufgeregt, dass ich nicht in der Schule war und da musste ich nachsitzen und dann hatte ich halt Hunger und dann habe ich halt was gegessen und dann Bibi Danja, du musst dich auch an gewisse PCs Regeln halten. Ja, aber die PCs habe ich dann gehackt und die funktionieren jetzt halt so nicht. So was macht man doch nicht. Was habe ich für ein Kind? Was habe ich Und dann hat Mr. Fissi gesagt, wenn ich die PCs nicht repariere, dann fliege ich von der Schule. Und dann habe ich halt gesagt, ich repariere doch die PCs nicht. Also ich meine, als ob, wer bin ich denn? Ich werde ja nicht bezahlt von ihm dafür, dass ich die PCs repariere. Bibi Danja, Bibi Danja, hör mir jetzt mal kurz zu. Und dann hat er zu mir gesagt, dass ich von der Schule fliege. Und jetzt bin ich ja von der Schule geflogen. Aber Bibi Danja, hör mir jetzt kurz zu. Dann habe ich viel mehr Zeit für andere Sachen. Du bist jetzt ruhig. Du hörst mir jetzt zu. Normalerweise hast du dein neues Zimmer gar nicht verdient. Aber weißt du was? Weil ich jetzt nicht mehr Sachen verkaufen kann, gehst du jetzt bitte in dein neues Zimmer. Sofort. Hier lang. Aber sowas von. Was? Und es ist mir egal, ob es dir gefällt oder nicht. Das ist dein Zimmer. Und du setzt dich hier hin. Ich sitz doch schon. Und der Pool ist für dich auch gesperrt heute. Hast du das gehört? Der Pool ist gesperrt für dich. Du bist auch gesperrt.
Nicht in diesem Ton. Nicht in diesem Ton, Madame. Du wirst auch gesperrt. Das ist ein anderer Ton. Ist das besser? Wann lernst du es mal? Wann lernst du es mal? Wir meinen ja, es doch ich alle kann nur ja gut. Nichts mehr lernen. Ich kann wir ja nichts mehr lernen, wenn ich nicht mehr gut. In die Schule gehen darf. Ich bin voll müde. Gehst du jetzt ich bitte ins Bett? Kann ich, nein, ich stinke noch. Ich bin, du gehst jetzt ins Bett. Du gehst nein, jetzt. Ich stinke. Ich bin, du gehst jetzt ins Bett. Du kannst später duschen. Ich muss auch eine Runde schlafen. Also, es geht ja gar nicht. Eigentlich wollte ich hier noch eine Tür reinmachen, aber... Ja, dann gehst du jetzt bitte duschen. Ja, zur Schule kannst du ja jetzt nicht mehr. Wo soll ich dich denn hinschicken? Zur Arbeit nein, oder nicht was? In die Schule. Ich könnte arbeiten, genau. Nein, oder ganz bestimmt nicht. Du bist ein Baby, du gehst nicht arbeiten. Ich könnte auf den Spielplatz gehen. Nein, ich mag das den tust Spielplatz du nicht. Voll gerne. Ich kann zu Hause Danja, bleiben. Das machst ich du bin nicht. Überhaupt nicht anstrengend. Ich bin gar nicht anstrengend. Ich setze mich in meinen Pool und dann bin ich ruhig. Bibi Danja, ich finde das nicht in Ordnung, was du hier gemacht hast. Was denn? Ich habe gar nichts gemacht. Ich sage dir auch, dass das noch eine Strafe, dass du noch eine Strafe bekommst. Strafe, 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 Melafe. Und Leute, ich weiß echt nicht, was ich jetzt mit ihr machen soll. Ich meine, auf die Royal High oder so schicke ich sie ganz bestimmt nicht. Woher? Das wäre ja noch eine Belohnung. Auf die Royal High. Das wäre ja eine Belohnung für dich. Oh doch, ich will auf die Royal High, das ist total gut dort. Nein. Da kann ich mir nämlich tolle Klamotten anziehen und dann sind dort endlich mal Leute mit einem intellektuellen Wissensstand, der meinem gleicht. Bibi Danja, ich konnte cool. heute noch nicht aus dem Haus. Ich konnte heute noch nicht aus dem Haus, weil ich so viel zu tun habe in deinem Zimmer. Und du bedankst dich, indem du von der Schule fliegst? Ja, aber das war ja gar nicht meine Schuld. Da musst du dich eigentlich bei Mr. Fissi beschweren. Ja, weißt du was? Du bleibst jetzt erstmal zu Hause und ich gehe zu Mr. Fissi. Aber ich will nicht wieder auf die Schule. Kann ich nicht lieber auf die Royal High gehen? Nein. Ich würde das total cool finden. Das wäre dann wie in so einem Film. Und dann wäre ich dort auf der Royal High und würde dort so Highschool-Sachen machen und nicht ja, mehr diese weiß, blöde... Ich weiß. Das wäre eine Belohnung für dich. Eine ja, Belohnung. Ich will unbedingt dorthin. Und dann könnte ich mir so coole Klamotten anziehen. Und dann könnte ich die Haare auch aufmachen. Weil hier kann ich die ja immer nicht aufmachen, weil ja immer alle denken, dass ich überall mit den Haaren hängen bleibe. Aber das stimmt überhaupt nicht. Tue ich überhaupt nicht. Nur Mr. weil Fissi, ich ein Baby bin. Mr. Fissi, können wir nochmal über Baby Danja und Nein. die Suspendierung reden? Ja, Sie haben natürlich recht. Ja, ich kann Sie nicht überzeugen. Alles klar. Baby Danja, was? Herzlichen Glückwunsch. Danke. Du darfst nicht zurück in die Schule. Juhu! Das ist doch mega gut. Bist du stolz Warum? Darauf? Bist du stolz darauf? Du bist von der Schule geflogen. Leute, würdet ihr stolz darauf sein, wenn ihr von der Schule fliegt? Das ist doch nicht gut. Sowas macht man nicht. Was machst du denn jetzt mit deiner Ausbildung? Was für eine Ausbildung? Ich brauche keine Ausbildung. Ich bin hübsch, ich finde schon was. Es reicht langsam. Es reicht langsam. Ja, ja. Ich meine das ernst. Auch. Ich weiß echt nicht, was ich mit dir machen soll. Ernst. Mit dir machen soll. Er meint es ernst. Wirklich ernst. Oh! Hier ist ja ein Raum auf dem Dach. Das ist ja cool. Hast du kommst da jetzt runter. Papa du glitscht dich jetzt nicht raus. Das ist ja super cool. Der gefällt mir gut hier. Hier könnte ich mir eigentlich vorstellen, regelmäßiger zu sitzen, Papa. Baby Danja, hier mal drüber es sprechen, ist spät ich und ich möchte, dass Zimmer du jetzt ins Bett kommst. Ich möchte, dass du jetzt ins Bett kommst. Ich würde gerne mein Zimmer aufs Dach verlegen. Nein, das kommt nicht in Frage. Guck mal, ich laufe hier oben auf dem Glasdach rum. Bibi Danja, kommst du jetzt kurz ins Wohnzimmer? Dann können wir kurz darüber reden, wann wir dich auf die Royal High schicken. Okay. Könnte ich gleich auf die Royal High? Ja, vielleicht. Aber komm doch erstmal ins Wohnzimmer und wir reden darüber, okay? Gut. Was meinst du, wie ich viele... Ich glaube nicht, dass sie jetzt wirklich auf die Royal High kommt, oder? Wie viele kann ich auf der Royal High essen? So viele, wie also, du willst. Echt? Mhm. 10 Stück? Ja, ja, natürlich, natürlich. Echt? Kommst du jetzt und bitte ins gehört, Wohnzimmer? Dann kann ich mir die selber backen. Das wäre total gut, weil die Dumas, die schmecken immer so komisch. Nur wenn du jetzt hier, nur wenn du Platz nimmst und ruhig bist. Wie du ja schon gesagt hast, möchtest du super gerne auf die Royal High. Und, ja. Und das kommt absolut nicht in Frage. Du bleibst erstmal hier zu Hause und ich werde mir erstmal eine Strafe, vielleicht es ist gar keine Strafe, sondern du musst ja auch was lernen, weil Strafen, das ist ja, muss ja nicht unbedingt sein. Aber du wirst was lernen und zwar beim nächsten Mal, Leute. Wird Baby Danja merken, dass sie nicht einfach von der Schule fliegen kann und stolz darauf sein kann? Ihr werdet es schon sehen. Baby Danja, du kannst jetzt gerne noch in dem Pool bleiben oder oben auf das geheime Zimmer oder auch gerne raus, denn beim nächsten Mal, ne? Wirst du dich nicht mehr so freuen. Glaub es mir. So, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Baby Danja auch. Und dann kannst du jetzt gerne auf dein Zimmer oder sonst wohin du möchtest. Glaub es mir. Du bist so schlimm! Tschüss.